Alles. Ich sag, Max, servus. Servus. Was ist da eigentlich auch hier? Nee, ich geh mal vorne rum. Das ist das gute Stück. Ja, genau. Sieht doch schon mal gut aus. Was demontiert, alles geil. Aber ist echt ein super Zustand, ne? Ja, definitiv. Also, wirklich super. Das ist das Stück hier. Ja, ist aber hast du es noch nicht gesehen gehabt? Das ist, das hat er, das haben wir ja gemeinsam gemacht mit Jean-Pierre. Hm? Warte, guckst du nicht meinen Channel oder was? Ja, doch, jetzt, ja. Jetzt auch gleich. Das ist, ja. Das ist für 40 Jahre Quattro. Ja. Haben wir uns ja gemeinsam überlegt, so ein Kit zu machen. Mhm. Limitierte Edition. Ist ja auch relativ erfolgreich angekommen, das dieses ja, gut, Kit, ne? 11 Minuten 40 Stück. Ich hätte das niemals gedacht, dass das passiert. Ich habe gedacht, naja, gut, machen wir 40 Stück. Ja, ja klar, weißt du nicht. Ich habe gedacht, so 10, 15 Stück verkaufen wir. Mhm. Ja, so in 3 Monaten. Mhm. Aber nicht in 11 Minuten. Ja. 11 Minuten ist sehr schon sportlich, meine Damen und Herren. Das ist schon recht. Aber danke an euch, ne? Weil im Endeffekt, ja, ja, ihr habt das Auto ja wirklich auch so unterstützt und so gefeiert. Das ist ja, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Ne? Ist so. Also, ist so. Vorbereitung Dankeschön. Ist alles. Ja. Jetzt pass auf, wir haben uns ja was super überlegt. Und zwar, ja. wenn du mal guckst, der Radausschnitt, mhm, der ist ja größer als der serienmäßige. Ja. Weil dadurch ist natürlich bisschen brutaler wirkt das Auto, wenn das halt runtergesetzt wird, logisch, dass das Rad halt tiefer im Körper ist. Logisch. So, ja. Und jetzt, da ist jetzt aktuell schon ein KW-Produkt drin, ein V1. Mhm. Okay. Und da ist ja noch ordentlich Restgewinde da, weil das Auto ist ja momentan auch wirklich auf einer ganz normalen Fahrhöhe, ist ja nicht wirklich tief. Und ich will natürlich jetzt, zum einen müssen wir dieses Delta an Höhe finden. Ja. Das Rad muss deutlich, deutlich tiefer ins Rathaus und ich will richtig, halt auf jeden richtig. Fall, ich will ja auf jeden Fall ein Static fahren. Ich meine, das ist ja bei so Bodykits so ein bisschen schwierig. Mhm. Das hat ja Jean-Pierre aus letztem Video erklärt. Mhm. Bei so Luft, wenn man auf Luftfahrwerk fährt, hat man halt den Vorteil und gleichzeitig den Nachteil. Der Vorteil ist, man kann das Auto halt natürlich im Stand total tief ablegen. Das Blöde ist, wenn man das Auto dann fährt, sieht es halt dann meistens ziemlich bescheiden aus, weil dann weil das halt nicht so richtig passt zueinander. Na, richtig. So, und ich will ja auf jeden Fall wegen der Performance eine normale Federdämpferkombination fahren, weil mir halt das Thema Fahrwerk schon sehr wichtig ist. Teil davon. Ne? Ja, und ich da auch halt drauf stehe, auf die Rennsportorientierung. Mhm. Und deswegen werde ich das Auto auch nicht so ultra tief fahren. Also ich werde das ganz rennsportmäßig tief fahren. Also jetzt nicht so, dass das Rad angeschnitten ist. Also es soll jetzt so eine reine Show-and-Shine-Geschichte werden. So, dass es gut und bündig steht. Dass es gut und bündig steht, so wie halt Motorsport Standhöhe ungefähr ist. Und lege halt natürlich auch Wert, dass das Fahrwerk schon im Alltag noch funktioniert. Das Auto wird natürlich kein Rennstreckenauto, deswegen brauchen wir jetzt nicht ein High-End-Ding. Ja, dafür gibt es ja dann auch spezielle Produkte, wie im KW-Competition-Bereich. Genau, also das ist, weil der Einsatzgebiet von dem Auto, weil ich sag auch ehrlich, natürlich wird das Auto am Schluss schon eher ein Show-Objekt sein, aber ich fahre alle meine Autos. Das heißt, ich lege schon Wert, dass das Auto halt gut fährt. Ich habe doch vorhin am Telefon gesagt, dass ich was im Rucksack habe, was Neues, was man jetzt gerade rausgebracht hat. Du hast ja gar keinen Rucksack. Ja, der hat doch einen Rucksack. Ja, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt ein neues Produkt aus dem Hause ST. Das nennt sich STX DA plus 3. Warum plus 3? Wir haben an dem Produkt eine Dreifacheinstellung. Also hier oben wie üblich, das XTA gibt es ja schon. Ja. Mit Zugstufeneinstellung mit 16 Klicks. Mhm. Dann haben wir unten, das ist jetzt das neue Highlight. Ah, das sieht aber geil aus, das ist ja dieses Eloxid, das genau. Ist schon geil. Das ist quasi jetzt die, die Druckstufe in High- und Low-Speed unterteilt einstellbar. In jeweils 24 Klicks, wow, die man auch wirklich spürt. Warum machen wir sowas? Einfach mal, um der Szene ein schönes Produkt zu geben für den guten, performante Straßenbereich. Ja. Ja, also es ist wirklich kein Rennsportprodukt, dafür hat man ja vorhin schon gesagt. Gibt es die, kannst du mal gucken. Schon spezielle Produkte. Und Unibald-Stützlage ist auch mit dabei. Wichtig, heutzutage alles mit TÜV-Teilegutachten. Ja, das ist natürlich alles was A und O, weil ich fahre mein Auto schon mit Straßenzulassung. Ja, das ist auch also das A und O. Das, ne? Das muss schon alles in Ordnung sein. Richtig. Ne? Ist ST eigentlich preiswerter als KW oder teurer? Ja, ich sag mal, das ist so die Einsteigermarke. Ne? Wir haben quasi gibt es noch das STX-Gewindefahrwerk, was ja quasi so der Einstiegsgewindefahrwerk in die KW-Automotive-Produktegruppe ist. Das ist natürlich jetzt das High-End-Produkt der Marke ST. Okay. Mit den vielen Einstellmöglichkeiten. Durch das Stützlager hat man natürlich ein schönes direktes Fahrverhalten. Ne? Ein einstellbares Domlager ist deswegen auch schon mal ganz gut bei so einem Bodykit, weil du ja
die Einpresstiefe von den Felgen zum Beispiel, ja. Richtig. Ich kann euch so viel verraten, das sind, die bleiben jetzt nicht drauf. Erstaunlicherweise, die sind fast perfekt, aber es wird ein bisschen... Ich mach die ab, ja. Das ist krass. Oder? Soll ich abmachen? Willst du abmachen? Oder? Wie du machst. Also. Ich weiß nicht, wegen dem Farbe, wollt ihr was gucken da? Oder ich kann da hochfahren. No, oh, nö, alles da, gut. Die sind doch, ich habe mich jetzt schon so dran gewöhnt, ja. Andreas. Also wenn die jetzt wegmachst, aber ne? Ich fange dann an zu weinen. Lass ja, die lieber dran. Ich haben einen ganz traurigen Menschen hier. Ja. Oh. Ich habe mich jetzt schon an die Optik gewöhnt. Ja. Du kannst so behalten. Ja. Ja. Nee, aber was ich sagen wollte, wenn du die Einpresstiefe von den Rädern, die rechnet man ja. Der Andreas hat mir aus den Geometriedaten natürlich die Geometriemaße geschickt. Mhm. Und da machst du natürlich eine Grobauslegung über Maulweite der Felge, über jetzige Einpresstiefe, dann über die Distanz. Mhm. Nur, genau. Trotzdem ist es ja immer noch, ich sag mal, eine Nähe. Ein Stückchen und Luft. Ne? Wenn du dann das Rad auch noch mal ein bisschen reinkippen kannst, dass es halt hier schön nach bündig vom Fitment her steht, da hilft natürlich ein einstellbares Stützlager immer wahnsinnig, allein für die Optik. Richtig. Fürs Fahrverhalten natürlich auch, dass du im Prinzip sagen wir, vom zackigen Einlenkverhalten einfach nur ein bisschen mehr negativen Sturz an der Vorderachse fahren kannst. Mhm. Also deswegen stehe ich auf sowas total. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich stehe auch ein bisschen auf die Optik, dass es dieses Teil. Unheimlich toll aus. Das sieht auch einfach mit dem schwarzen Eloxat oben drauf. Das sieht geil aus. Was natürlich nicht nur der Optik dient, sondern auch der, wie soll ich sagen mal, Verwitterungsbeständigkeit, ja, das ist ein Korrosionsschutz. Ja. Das ist halt auch noch der Unterschied zum KW-Produkt, sage ich jetzt ganz einfach mal hier, dass wir hier mit dem Schwarzstahl verzinkten Gehäuse arbeiten. Aha. Im KW-Bereich halt ausschließlich mit Edelstahl. Mhm. Wird auch zu 100% in der KW-Automotive im Fichtenberg gebaut. Ist ein Nassaufbau, der war ganz tolle Sache, ja. Alles. Ja, nicht Deutschland, made in Baden-Württemberg. Normalerweise engineered heißt das in meinen Videos hier Metal Gun Blitz vor. Ja, genau. Ne? Das ist regional bedingt. Ja. Nein, aber ihr lacht, aber ich stehe wirklich noch, also ich bin glaube ich der einzige Indianer doch in Deutschland, der steht auch made in Germany. Ja. Deswegen, wir produzieren auch die meisten Teile in Deutschland. Ja, ja, auch das Baby wird jetzt in Deutschland entwickelt. Mhm. Aber ich finde, wir haben schon so viel, meine Damen und Herren, an Produktion, Energie, Übersee verfrachtet, dass wir wenigstens die Kleinserien und die wirklich noch mit Herzen, Menschen, die mit Herzen an eine Sache dran gehen. Ich habe aber Taschen und Taschentuch dabei. Nein, aber ist das nicht so? Wir haben Arbeitsplätze in Deutschland. Und da wird es umso wichtiger. Ne? Made in Baden-Württemberg, einziger Produktionsstandort in Deutschland, gibt es nichts anderes weltweit. Und das ist schon cool, ja, sowas zu halten und auch so ein hochwertiges Produkt, was auch auf dem Markt immer beliebter wird, also jetzt die ganzen Automotivprodukte natürlich. Das ist schon, finde ich, heutzutage selten. Ja? Deswegen ist speziell bei so einem Whitebody-Auto, wo du die Räder tief in den Body stellst, das blendet sich auch alles, ganze Achse mit. Genau, ist gerade das wichtig, weil es kommt dir noch eins hinzu, du schiebst das Rad auch noch weiter raus und dadurch veränderst du die Hebelverhältnisse. Richtig. Das heißt, eine Kraft am Rad kommt zu einer anderen Kraft hier am Dämpfer. Genau. Und das ist gegenläufig. Deswegen ist hier so wichtig, dass man wirklich von der Performance, also wenn ihr darauf Wert legt, dass das Auto danach auch noch fährt, wirklich eine super Abstimmung habt zwischen der Federsteifigkeit und zwischen der Dämpfungsstufe in Zug und Druck. Und wenn man das einstellen kann, ist das nicht optimal. Ja, es ist halt 100% individual. Ne? Ja, genau. Aber individual, das ist ein gutes, Stichwort. Ist ein gutes Stichwort. Deswegen hast du mich angerufen. Ihr kennt mich auch so ein bisschen. Ne? Ja. Ich bin ja schon so ein bisschen mit so Dinger von der Stange, da bin so, ich ja so anders. Ne? So ein bisschen Knall habe ich ja diesbezüglich. Ist doch gut. Ich will ja immer irgendwas was Besonderes haben. Und wenig überraschend, das Auto wird hier weiß am Schluss. Ne? Und ich will ja so ein bisschen das Thema 40 Jahre Quattro Heritage, das will ich irgendwie machen. Habt ihr nicht irgendwas noch, was ein bisschen besonders das Ding noch macht? Naja gut, ich sag mal, es gibt ja grundsätzlich eine Individualisierungsgeschichte, nennt sich bei ST jetzt Make It Yours, wo man quasi die Hauptfeder in der Wunschfarbe konfigurieren kann, wo wir dann halt auch fertig liefern und auch einen individuellen Aufdruck drauf machen können. Also zum Beispiel... Einzeln? Also wenn ich eine Farbe bestelle? Nein. Das ist, ja, das machen wir individuell. Ist quasi wie so eine Art Sonderauftrag. Ja, aber ich kann nicht eine Farbe bei euch bestellen in Giftgrün jetzt. Genau. Also die Hauptfeder in Giftgrün
und dann Andreas draufschreiben oder ja. Ja, wir haben halt eine ziemlich große Pulveranlage, also Lackiererei, mittlerweile jetzt nach dem Umzug in die neue Halle 7, wo halt auch wir dieses Thema Make It Yours mit abdecken können. Und ja, also das findet auch mittlerweile sehr großen Anklang. Und seine Fans, ja, gerade in der weiblichen Szene, also da hast du pinke Federn dabei, alles Mögliche. Okay, cool. Ja. Ich hätte auch noch eine Idee. Was schwebt dir vor? Es hat ja schon wieder. Das ist bei mir, wenn ich zu viel Zeit zu überlegen habe, das ist schon, ja, einfach wir haben nicht zu lange geschwätzt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Also, ich finde, aus diesem Jahrgang ist ja der IMSA GTO, ne? Ja. Und der hat ja die Audi Sport, also die damals aktuellen Audi Sportfarben. Hast du das nicht auf der Jacke? Ja, genau. So, im Prinzip hier. Also ähnlich, ne? So, genau, wobei der Rotton, der stimmt, wenn ich ganz ehrlich, der stimmt jetzt nicht zu 100%. Hm. Ja, das ist halt das Garn, gab es halt scheinbar nicht in dem Dingens, in dem Blutorange. Aber könnte man nicht irgendwas mit den alten Audi Sportfarben da machen? Also so in die Richtung zumindest. Pass mal auf, da habe ich eine Idee. Ich rufe mal unsere Chrissy an von ST. Mhm. Vielleicht kann die dir da weiterhelfen. Denkst du, die ist mir der wohlgesonnen. Ja, ich denke schon. Ah, okay. Ja. Chrissy, grüß dich. Stefan hier, Arbeitskollege. Hi. Servus. Na, wie schaut's? Hi. Gut, und bei dir? Ach ja. Ja, ich habe gerade hier eine kleine Zusammenkunft mit den Ruven. Hi. Okay. Der ist ja auch dabei. Und den schwebt da wieder was ganz Wildes vor. Pass auf, ich hatte folgende Idee. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, aber könnten wir irgendwas machen, weil ich baue ja dieses Audi Coupé, ne? Ja, und das Auto, genau, mit dem Andreas Belzek von Prior. Und mein Auto wird hier weiß, ja. Und wir haben ja so gesagt, das ganze Projekt von Jean-Pierre, von Andreas und mir war ja so unter der Überschrift 40 Jahre Quattro. Und aus dem Jahrgang, wo das Auto ist, da war ja der IMSA GTO und die ganzen Heldenautos waren ja da aktuell. Und da gab es ja die Audi Sportfarben, die damaligen, mit weiß und mit diesem eher orange-rot und ja, mit dem schwarz-grau und so. Denkst du, da könnte man irgendwas von der Farbkombination vielleicht an diesem Federbein machen, weil das wäre natürlich rattenscharf, wenn das dann zur Farbe vom Auto passen wird. Von der Individualisierung haben wir ja eigentlich nur die Hauptfedern farblich anpassbar. Aber wir können das doch so machen, dass wir quasi für dieses Projekt sagen, wir machen eine Feder, also zum Beispiel Hauptfeder in Orange und die Vorspannfeder in Weiß. Also dieses Orange-Rot und Weiß, wir werden das. Wenn ihr beispielsweise ein Plus-3-Federbein habt, ist das Stützlager ja schwarz, ne? Genau. Und dann habt ihr eine rot-orangene Feder und eine weiße Feder. Also da werden eigentlich alle drei Farben drin. Und wenn ihr dann noch was Individuelleres wollt und wir sagen, wir machen zum Beispiel für eine bestimmte Größe solche Fahrwerke, könnt ihr sogar noch einen Aufdruck auf die Feder machen. Zum Beispiel Fahrwerk 1 von so und so. Das wäre doch geil. Ja, wie viele Kids wolltest du machen? 40. 40, ja. Wäre doch was, oder? 1 von 40 genau. Zum Beispiel. 1 von 40, 2 von 40. Also das wäre... Limited Edition, das wäre schon was. Das wäre cool. Wär geil. Wenn du zum Beispiel eine Nummer 1 hast, ja, dann kannst du quasi auch Fahrwerk Nummer 1. Ja. Wenn du Nummer 9 hast, also Fahrwerk Nummer 9. Das wäre schon geil. Oder? Cool, ja. Also ich selbst stehe auf solche Details. Ja. Kann man ja dann auch individuell beleuchten. Ne? Genau. Habt ihr schon als Lampen umgebaut? Nein, ohne Witz. Das kannst du als Lampen umbauen. Ja gut, mein Lampenschirm können wir hier oben drauf festschrauben. Ist ja wirklich. Andreas, du machst unten da unten aus GFK so einen Fuß. Ja, zusammen. Chris und Jan, die sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Ja, da hast du zu Hause eine tiefer gelegte Lampe. Du kannst die Lampe ja Höhen verstellen dann. Oh Mann. Das ist geil. Richtig. Nee, aber jetzt nochmal auf das Ursprungsthema zurückzukommen. Genau. Wenn ihr das machen würdet, das wäre nicht mega, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen würde mich ja total, würde mich total stolz machen. Also ja, hättest du jetzt... Das können wir sehr gerne machen. Also das würde perfekt zum Fahrzeug passen. Ja. Individualisierung, klar, passt auch perfekt. Also, sehr gerne. Vor allem, es würde mich ja stolz machen, dass man so eine kleine limitierte Edition hätte zu unserem Projekt zusammen. Das ist ja schon... Ja, das wertet das Ganze natürlich auf. Ne? Aber nochmal zu sagen, also du willst jetzt quasi hier die Hauptfeder in diesem Blutorange haben, ne? Ja, also und hier oben die Vorspannfeder oder Helperfeder sagt mir auch dann in Weiß. Oder umgekehrt, also wie es für euch besser ist. Also da habe ich jetzt keine Präferenzen. Okay. Also wenn man die drei Farben, also Schwarz ist ja schon da, wenn man da noch ein Weiß und dieses Blut Orange unterbringt, da bin ich happy. Ja, das kriegen wir. Ne? Oder Chrissy? Das kriegen wir hin. Na klar. Ja, absolut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Das wünsche ich euch auch. Ja, danke. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Ciao. Ja. Das war doch klasse, oder? Das ist super. Ja. Also ich weiß nicht. Aber sie ist echt da locker drauf, muss ich sagen. Also wer so ein Fahrwerk haben will, der kann uns gerne anschreiben. Oder dich direkt oder wem? Oder die Chrissy oder wem?
Ach, naja, gut, ich sag mal, wir sammeln das mal komplett, ne, und dann schauen wir weiter. Ich kann mir vorstellen, dass irgendeiner jetzt im Wohnzimmer sitzt und sagt, ich habe so ein Audi Coupé, aber ich habe keinen Bodykit bekommen. Weil ich muss einen sagen, das ist kein Scherz, also wir konnten wirklich heute noch 60 weitere verkaufen. Ja, die Anfrage ist wirklich krass. Gut, ich sag mal, das kann man ja dann sehen. Ich meine, im Endeffekt ist das dann, wenn die Chrissy das dann fertig gestaltet, ja irgendwo da. Ja. Na, und wenn dann nochmal nachgelegt wird, eventuell auf wahnsinnige Nachfrage oder wie auch immer es geschehen wird. Na, warum nicht? Das Produkt ist ja da. Ja. Da ist Fahrwerk und wir in gute Hände. Naja, denke ich auch mal. Bei dir sowieso. Ja, das ist doch Wahnsinn. Jetzt haben wir ein voll individuelles Aero-Kit, ja, und dann noch ein voll individualisierbares Suspension-Kit. Ja. Und dann auch noch in den Farben. Das ist aber auch das, was unser Hobby ausmacht, ehrlich gesagt. Dieses und warum es auch... Die Leidenschaft. Also ich sag mal, wenn wir nicht so Enthusiasten wären für das Ganze, ne, ja, ich meine, dann mal, wir verkehrt. Aber wir brennen halt für unseren Job. Ne? Wir nehmen hier Dämpfer in die Hand und wir sagen, geil. Und sind fix und fertig. Ne? Aber das ist auch was, finde ich, was in dieser, ich sag mal, in der fahrzeugbegeisterten Community wirklich auch einmalig ist. Es gibt wenig Hobbys, es gibt schon auch noch andere Hobbys, aber ganz wenige, wo so eine Leidenschaft dann auch für so Teile ist. Ich meine, ob das jetzt ein Dämpfer ist, ob das ein Bremssattel ist, ob das irgendwas anderes ist, wo du wirklich ein technisches Objekt wie so ein emotional Kunstobjekt machst. Und total emotional machst. Ja, Leben einhaust quasi. Weil, genau. Kann man das wirklich aber auf dem Computer abschätzen? Weil ich glaube, ihr macht es am Computer. Ne? Wie entwickelt ihr das? Na gut, es wird alles CAD gezeichnet, alles drum und dran. Erstmal die Seriendaten am Fahrzeug reell abgenommen. Sagen, okay, mit 20 Zoll, ist er wirklich perfekt bündig oder? Nee, also ich sag mal, das wäre dann, wir beziehen uns immer in der Entwicklung auf die Serienradreifenkombination. Mhm. Geht nicht anders, weil sonst müssten wir hunderttausende Felgenhersteller anbauen. Mhm. Na, das würde alles sprengen, was es gibt. Ja, und es wird auch theoretisch entgehen, weil du hast ja in Abhängigkeit allein, du hast Streuungen von Flankenhöhen von den Reifenherstellern. Wie viel Stretch du auf deinem Reifen fährst. Richtig. Du musst immer das Fahrwerk, also jetzt, wenn wir jetzt über die Fahrhöhe reden, die musst du immer individuell auf die jeweilige Radreifenkombination und Felgenkombination. Genau. Und manche fahren Distanzscheiben und so weiter. Richtig. Das muss angepasst werden. Richtig. Und auch gerade bei so einem Bodykit ist das halt ganz wichtig, dass ja der Stance entsprechend passt und dort kommt man nicht drum rum, das individuell auf seinen Autoanzug passen. Wichtig ist, dass das Fahrwerk in der Grundkonfiguration so ausgelegt ist, dass es gut funktioniert. Richtig. Und dass es halt einen entsprechenden Verstellbereich hat. Aber man kann sich wenigstens mal vorstellen, was STX DA Plus 3 heißt, was das ist. Man hat es jetzt schon mal gesehen, also ich finde das echt klasse. Produkt ist auch übrigens erst seit 27.11. bestellbar, also für mehrere Fahrzeuge. Also ganz kann man dann je nach, ist brandneu. Ich muss auch sagen, ich habe es auch nicht gehört, ehrlich gesagt. Also ich kann natürlich, ST kann ich natürlich als Submarke, klar, aber jetzt das Produkt kannte ich jetzt auch nicht. Scheiße aussehen. Das stimmt wohl. Die kann ja richtig scheiße aussehen. Und dann im Prinzip unten am Auto siehst du das sowieso nicht. Ja, aber wenn man das auspackt, und jeder, der, sag mal, der von der Technik kommt, der weiß ja, dass da auch dann Geld drin steckt. Ne? Ja. Natürlich kann ich das alles billiger machen. Und wenn du dir manche Billigfahrwerke in die Hand nimmst, da weißt du auch, wo die Kohle halt steckt. Richtig, so ist es. Ne? Und auch, man muss es nicht unterschiedlich farbig machen oder irgendwas unten, zum Beispiel die Einstellrädchen in der Druckstufe, gell? Oder, aber da wird halt Wert drauf gelegt, gell? Und das ist auch immer, ich meine, hier, das ist jetzt komplett in der STCI, ne? Die STCI ist schwarz-gelb. Und also ich finde das, ich meine, bei KW machen wir es ja auch so mit den Edelstahl-Federbeinen, wenn man das Edelstahl-Federbein zog nach dem Schweißen hat, ist es ja überall angelaufen. Ja. Ne? So, nein, das geht nochmal in Verfeinerungsprozess, Elektropolieren heißt das. Mhm. Dann ist das wirklich wie aus einem Guss, sieht das dann aus. Ne? Okay. Also das sind alle möglichen Anlaufstellen damit. Interessant. Das ist halt so eine, das ist, ja, Qualitätsanspruch an uns selber. Interessant, ne? Zu hören, wie das so wirklich alles funktioniert. Also genau. Wie viel Aufwand dahinter steckt. Für mich ist das, naja, gut, ne? Also sieht zwar schön alles super aus, aber dass das so ein Riesenaufwand da ist. Und allein wenn ich weiß nicht, aber das hört man wahrscheinlich in der Kamera nicht, aber hier dieses Klickgeräusch. 24 Mal. Ja, aber wie das halt so ist mit der Begeisterung, die geht komplett mit uns durch. Ja. Das sind wir halt trotzdem noch irgendwie große Kinder, ne? So ein bisschen Spielkinder. Ich glaube, wenn du die Leidenschaft in dir hast,
so schon als Kind, ja, mhm. Ich glaube, die kriegst du nicht weg. Nee. Ich glaube, wir werden sowieso, wir beide sowieso, mit 70 werden wir immer noch White Bodies fahren. White Bodies. Toi, toi, toi. Dass wir das Alter erreichen, das geht super. Unser Rollator, so ein White Body Rollator kann ich schon mal vorbereiten. Ja, der braucht ja dann auch wieder ein Fahrwerk. Ja, muss ja werden wir, werden, und ja, kommt, dann muss ich einstellen können, ja. Also, dass du den Kopfsteinpflaster da rumpoppelst. Ja, also das muss schon alles dynamisch sein, von vorne bis hinten. So, da sind wir wieder beim Thema Rufen und Ideen. Ja, der hat immer gute Ideen. So, machen wir Schluss? Jo. Abschluss Bier und dann beginnen Bier trinken? Abschluss Cola trinken. Cola, ja. Cola. Ich muss ein Auto fahren. Ja. Ich hab das jetzt. Du bist ja hier, du wohnst hier, wir müssen ein Auto fahren. Ja. Wohnst dir so. Der könnte sich Taxi bestellen. Ne? Ja. Ja. Das ist unfair. Ja gut, ich trinke ein Bier, die beiden trinken Cola. Genau, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.